Nun, herzlich willkommen. Heute geht es um Modern React State Management. Ein kurzes Dankeschön an Envision dafür, dass sie dieses Meetup hosten und an meinen Arbeitgeber dafür, dass sie mir die Vorbereitungszeit dafür hier spendieren, bezahlen. Ich denke mal, das werde ich ein bisschen kurz fassen diesmal, weil das habe ich beim letzten Mal schon viel vorgetragen. Ich habe schon recht viel Vorerfahrung in verschiedenen Sprachen, besonders in TypeScript habe ich mich, seit sie entwickelt wurde, verliebt und arbeite derzeit in an einem Projekt, wo es um modularisierte React-Anwendungen geht, Stichwort Micro-Frontends, und habe dabei halt auch viel gelernt, weil da der Kunde auch sehr viel Zeit für bereitgestellt hat, sich in Technologien einzuarbeiten und mal den aktuellen Stand zu erfahren. Das Ganze ist eine Vortragsreihe. Wir hatten jetzt schon zwei. Das ist der dritte. Und der nächste wird im nächsten Jahr stattfinden, am 23.01. Das ist recht knapp vor dem React.js Meetup, was am 29. stattfindet. Ist bei uns leider nicht anders möglich gewesen, aufgrund dessen, dass der Januar recht vollgepackt war mit allen möglichen anderen Sachen. Aber danach wird es dann wieder etwas entspannter vorangehen. Aber solltet ihr keine Zeit haben, wie gesagt, ich zeichne das auf. Das kommt nachher auf YouTube und dann könnt ihr euch das ansehen. Genau, wie gesagt, das Meetup findet immer abwechselnd beim React.js Meetup statt und bei den Software Enthusiasts, das bei meiner Firma Jambit. Genau, und was werden wir heute besprechen? Einmal kurz, braucht man überhaupt noch Redux? Weil es gibt verschiedene Alternativen mittlerweile, wo man sich halt fragt, ist das überhaupt noch notwendig? Und dann werden wir den Klassiker mal durchspielen, eine To-Do-App, weil das ein schönes Beispiel für CRUD ist, also Create, Update, Delete. Genau. So, ganz kurz, das wird Live-Coding. Entsprechend ist das auch die letzte Folie, die ihr sehen werdet, so im Groben. React-Hooks bieten, wie man im letzten Vortrag auch gesehen hat, auch die Möglichkeit, quasi Reducer einzuführen, wie es bei Redux auch genutzt wird. Wer es noch nicht kennt, werdet ihr gleich kennenlernen. Es gibt quasi dort eine ähnliche Möglichkeit, State zu handhaben. Aber prinzipiell ist das eine sehr eingeschränkte Art und Weise, damit zu arbeiten. Redux selbst bietet noch wesentlich mehr als das, was React dort in dem Fall anbietet. Wie zum Beispiel Middleware. Das heißt, man kann sich anhören, welche Actions geschmissen wurden und entsprechend das Ganze auch an den Server senden, damit ein Log geführt wird oder ähnliche Geschichten. Man kann Seiteneffekte starten, dass dann irgendwie ein Request im Hintergrund läuft. Man kann Zeitsprünge machen, das heißt in der Zeitleiste hin und her springen, und es gibt auch DevTools, die einen ermöglichen, quasi während der Laufzeit den State zu inspizieren und auch zu verändern und entsprechend damit wesentlich komfortabler umzugehen. So, gehen wir auch schon einfach mal direkt zum Live-Coding. So, ich habe hier schon mal was gemacht, ein bisschen Design mit reingebracht. Das ist unsere To-Do-Liste. Wir wollen einfach Dinge hier eintragen können, hinzufügen können. Funktioniert alles noch nicht, ist bisher alles nur Design. Genau, und das wollen wir heute mal mit Leben befüllen. Was wir dafür machen, ich stoppe mal hier wieder den Server, ist einmal so ein paar Sachen zu installieren über npm. Ich mache das mal eben. Während er das macht, kann ich das kurz erklären. Wir haben Redux, das ist für das State Management verantwortlich. React Redux. Okay, ich bin scheinbar nicht im WLAN, kann das sein? Ja. Gucken wir mal. Müsste er sich vom letzten Mal hoffentlich noch gemerkt haben, wenn das Passwort sich nicht geändert hat. So. Oh, ja. Besser? Gut. So. Was wir hier drin haben, wie gesagt, React Redux verknüpft Redux mit React. Dann haben wir noch ein paar Typdefinitionen für TypeScript.
Dieses kleine Projekt hier, TS Keycode Enum, bietet die Möglichkeit, wenn man auf Tastendrücke reagieren möchte, dass man dann nicht die komischen Zahlenwerte nutzen muss, die da drin stehen, sondern direkten Typen hat. Und dann muss man hier noch aufgrund von dem neuen Deox hier, das bietet quasi, das habe ich noch nicht erklärt, Deox ist ein Aufsatz auf Redux, mit dem man Typisierung wesentlich komfortabler gestalten kann. Wenn man normal Redux mit TypeScript muss man sehr viel hartcodiert die Typen definieren und hat damit sehr viel Aufwand. Mit dem hier geht das wesentlich einfacher. Und die hier braucht man im Moment noch manuell, weil Deox die hinzugefügt hat. Das ist jetzt erst seit der 3er-Version, die ist recht frisch raus. Aber da wir hier halt mit den neuesten Versionen mal arbeiten wollen, habe ich mal gesagt, packen wir das mit rein. So. Starte mal wieder den Server und dann können wir auch schon mal anfangen. So, was wir als erstes machen, hier haben wir unsere Demo-App. Und was wir hier machen wollen, ist, wir wollen uns erstmal einen Store erzeugen, der speichert uns quasi, sagen wir mal simplifiziert gesagt, ein JSON-Objekt, welches die Werte, die wir wissen wollen, beinhaltet und die wir dann nachher modifizieren können. Da sagen wir jetzt einfach mal auf die Schnelle, Store ist gleich Create Store. Die müssen wir noch erzeugen, kommen wir gleich zu. Und jetzt können wir hier Folgendes machen. Wir ersetzen dieses App durch einen Provider. Der wird von React Redux bereitgestellt. Store ist gleich Store. Und hier rein kommt jetzt die App. Was dafür sorgt, dass unser Store an alle Komponenten, die in unserer App genutzt werden, weitergereicht werden. Das heißt, wenn wir sie dort nutzen wollen, können wir sie nutzen. So. Das habe ich gerade mal gemacht. Jetzt müssen wir natürlich unsere Create Store Methode hier mal machen. Da habe ich schon mal eine leere Datei hier angelegt mit ein paar Anweisungen. Und was wir hier machen, ist, wir exportieren eine Default Methode. Die entsprechend, ja, da können wir direkt den Wert zurückgeben. Configure Store nennt sich das. Warum auch immer die Auto-Vervollständigung hier kennt das bei Deox nicht. Da muss ich mal einen Bug-Report einstellen. Da sagt man einfach Import Configure Store from Deox. So, das ist eine Funktion. Und die bekommt ein Objekt rein. Und da steht ein Reducer drin. Und dieser Reducer, da kommen wir später zu, ist quasi eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn wir eine Action dispatchen, um diesen Store zu verändern. Ja? Und da nutzen wir hier so ein Konstrukt, das nennt sich Combine Reducers. Das verbindet, es ermöglicht es quasi, nachher zu sagen, ich möchte mehrere Reducer nutzen für verschiedene States. Was da drin steht, kommen wir nachher zu. Das Ding lassen wir erstmal leer. Im Moment macht das noch gar nichts. Hauptsache ist erstmal, es ist soweit fehlerfrei. Ja. So, der Teil ist abgeschlossen. Ich gucke mal in meine Schrittliste hier rein. So, und was wir jetzt als nächstes machen, ist einen initialen State erzeugen, das heißt ein JSON-Objekt, was den Startwert quasi beinhaltet, und einen Reducer hinzufügen, den wir dann nachher zu diesem Store, den wir eben gesehen haben, hinzufügen können. So, da gehen wir hier. Ich habe das mal so aufgebaut. Ich mache das meistens so: einen Redux-Ordner, und in diesem Redux-Ordner kommt pro Reducer und Funktionalität quasi ein Ordner rein. In diesem Ordner haben wir Actions, Reducers, Selektoren und eine sogenannte Barrel-File, eine Index-Datei, die alles kombinieren kann, damit man es von außen schön importieren kann. Aber das ist eigentlich nur Schönheitssache. So, was ich hier mache in dieser Reducer-Datei, ist, ich denke mir erstmal aus, was will ich überhaupt speichern, um eine To-Do-Liste anzeigen zu können. Da sage ich jetzt Initial State ist gleich. Ups, da habe ich int state. Ist gleich und ein neues Objekt. So, in diesem neuen Objekt wollen wir eine Liste haben. Das sollen unsere To-Do-Einträge sein. Und
weil wir nachher die Einträge ansprechen wollen, brauchen wir auch noch irgendwie eine Möglichkeit, denen eine ID zuzuweisen. Dazu mache ich mal so ein Next-ID Counter. Ja. Die nächste ID wäre also 1. So, wenn wir jetzt hier uns mal das Ganze nochmal einen Typ dafür erstellen wollen, Export Type, den können wir später nutzen. To-Do State ist gleich Type of Initial State. Dann können wir uns quasi automatisch einen Typ dafür erzeugen lassen. Wenn wir da jetzt drüber gehen, sehen wir, List ist von Type Any. Wir wollen ja natürlich die Typisierung haben und eine List von Type Any ist unschön. Irgendwo sagen wir hier nochmal manuell mit rein as To-Do Entry Array und das Interface müssen wir natürlich definieren. Interface To-Do Entry. So, und was brauchen wir da drin? Wir brauchen ein Label, String, checked, Boolean und wir brauchen noch eine ID, Number. So, jetzt haben wir quasi definiert, wie der initiale State aussehen soll, was für Typen wir haben. Den Next-ID kennt er automatisch, ist eine Number, weil wir den Wert halt direkt reingegeben haben. Kennt ihr ja, wenn ihr TypeScript kennt. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist einen Reducer erstellen. To-Dos Reducer. Ist gleich. Und jetzt sagen wir hier Create Reducer. Und zwar gibt es da jetzt mehrere. Da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt hier einen von Deox, nicht von Redux. Und dieser bekommt den Initial State zugewiesen. Und eine Funktion, die Handle Action als Parameter bekommt und einen Array zurückliefert. Was genau das bedeutet, erkläre ich euch später. Prinzipiell wird ein Reducer erzeugt, der, wenn man hier diese Handle Action drin aufruft für die einzelnen Array-Einträge, automatisch die Typen erkennen kann und zuweisen kann, sodass wir dann nachher Typsicherheit drin haben. Ja? Sehen wir später noch im Detail. So, was wir hier gemacht haben, waren die ersten Punkte hier. Die weiteren kommen später. Und was wir jetzt natürlich machen müssen, oh, den haben wir vorhin vergessen, den importiere ich mir eben. Und in dem Create Store sagen wir jetzt To-Dos, To-Do Reducer. Ich glaube, ich habe den nicht exportiert. Sonst hätte er mir den vorgeschlagen. Genau. So. Jetzt müsste der den kennen. Genau. Was wir hier prinzipiell sagen, wir wollen in unserem State nachher ein Attribut haben, To-Dos, welches ein Objekt in dem Fall hier ist, was von diesem To-Dos Reducer gemanagt wird. Ja? Das heißt, beim Starten der Anwendung wird automatisch ein To-Dos-Objekt erstellt, welches den Initial-State haben, den wir vorhin definiert haben. So, hiermit sind wir fertig. Theoretisch könnte man jetzt hier weitere Reducer hinzufügen und sagen, ich möchte hier noch, keine Ahnung, Wishlist Reducer, ne? Und so weiter, könnte man quasi dann hier mit reinschreiben, wenn man sie dann nachher braucht. Wir werden jetzt hier in diesem Beispiel nur einen einzigen Reducer haben, aber das unterscheidet sich nachher nicht. So, nächster Schritt. Jetzt sind wir ja hier schon recht weit fortgeschritten. Eine Root State Definition. Das ist der einzige Punkt, wo ich mir selbst gesagt habe, ich möchte ein Interface manuell definieren mit den Typen, weil man kann sich zwar auch den Typ abhängig von diesem Create Store quasi von TypeScript berechnen lassen, aber da kommen dann manchmal sehr hässliche Typen raus, die dann ein bisschen schwer zu lesen sind in der IDE-Vervollständigung. Von daher habe ich mir gesagt, einmal den Typ hier reinschreiben von dem Root Reducer oder dem Core Reducer oder wie man ihn nennen mag. Ich nenne es mal Root State. Und hier ist wieder To-Dos. Und das wäre der To-Dos State. To-Dos State in dem Fall. So, den brauchen wir nachher, um
auf den State zugreifen zu können. Das schauen wir uns gleich an. Das wollen wir nämlich als nächstes machen. Genau. Wir wollen tatsächlich diese Liste, die wir jetzt gerade sehen, mal dynamisch generieren lassen. Dazu müssen wir einen Selektor schreiben. Das ist quasi eine Funktion, die den State bekommt und von dem State dann zurückliefert, das, was wir eigentlich haben wollen. SelectToDos nenne ich das jetzt mal, ist gleich eine Funktion und die bekommt einen State, der von Typ RootState ist, den wir eben definiert haben. Und jetzt können wir hier sagen State.todos.list ist das, was wir wollen. Das liefern wir zurück. Und jetzt können wir es in unseren Komponenten nutzen, um diese aufzubauen. Hier sieht man mal so ein Beispiel, wie ich das im Moment aufgebaut habe. Ich habe eine To-Do-List, in der To-Do-List-Entry-Komponenten geladen werden. Und die wollen wir jetzt einfach mal laden. Da sage ich jetzt const to-dos ist gleich. Und was wir jetzt machen wollen, wieder mit Hooks, wir wollen einen Selektor nutzen. Und dazu sagen wir use Selector. Select to-dos. So. Und wenn wir jetzt hier mit der Maus drüber gehen, sehen wir, das ist ein Array von To-Do-Entries. Den können wir hier dann schön nutzen, indem wir hier sagen To-Dos.map. Und das bekommt wieder eine Array-Function mit einem To-Do-Eintrag. Und hier wollen wir dann einen solchen Eintrag erzeugen. Ja. Das hier wird todo.label und das hier wird todo.checked. Was wir dann noch brauchen, ist ein Key, weil bei solchen Maps möchte React idealerweise wissen, wie kann ich diesen Eintrag identifizieren, um dann nachher zu sagen, ich muss nur noch die Veränderungen von geänderten Einträgen neu rendern lassen. So, und dann nehmen wir jetzt natürlich unsere ID, um den eindeutig identifizieren zu können. Jetzt können wir die ganzen anderen Einträge hier mal rausnehmen, speichern, jetzt mal hier neu laden. Der müsste jetzt theoretisch auch, wenn ich hier was reinschreibe, müsste der das automatisch anpassen hier links. So, soweit so gut, passiert noch nichts. Müssen wir natürlich noch irgendwie sagen, was soll passieren, wenn wir hier Einträge machen, beziehungsweise wie soll das nachher in den State kommen. Und dafür gibt es den Reducer. Genau, was wir dazu zuerst machen müssen, ist eine Action erstellen. Wir wollen nachher sagen, füge ein To-Do-List-Item hinzu. Ja? Und dazu brauchen wir zwei Dinge. Einmal eine Konstante, die nennen wir jetzt mal addTodo. Und die bekommt einen String zum Identifizieren dieser Action zugewiesen. Ich mache das gerne so, dass ich so ein Präfix habe, dann ein Slash und dann die eigentliche Action. Hier in dem Fall alle To-Do-Sachen bekommen den To-Do-Slash-Präfix. Und dann brauchen wir die Action selber, die wir nachher dispatchen können. Das ist eine Funktion. Da sagen wir jetzt hier const addTodo ist gleich createAction. Das ist auch wieder eins aus Deox. So. Die bekommt den addTodo, die Konstante. Und dann bekommt die ein komisches Konstrukt an Funktionen. Das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man es das erste Mal benutzt. Aber es hilft halt dabei, die Typen automatisch definieren zu können. Dieses Konstrukt bekommt ein Resolve. Eine Funktion quasi an die Arrow-Function hier übergeben, die wir hier drin haben. Und hier müssen wir wiederum noch eine Funktion definieren, die dann sagt Resolve. Und diese Funktion kriegen wir nachher zurückgeliefert. Das heißt, das, was hier drin steckt, steht dann nachher hier drin. Ja? Und was wir hier machen wollen, ist ein Label hinzufügen. Deswegen sagen wir, dass die Funktion bekommt ein Label vom Typ String.
Und Resolve ist das Objekt, was nachher der Payload ist von unserer Action. Also das, was wir an unseren Reducer weitergeben wollen. Und da mache ich das gerne so, dass ich ein Objekt nehme und direkt das Label hier mit reinstecke. Man könnte theoretisch auch direkt das Label reinstecken, anstatt ein Objekt zu nehmen. Das hier hat die Möglichkeit, im Nachhinein dann nochmal zu sagen, ich füge noch ein weiteres Attribut hinzu, ohne dass man noch weitere Veränderungen vornehmen muss. So, das ist unser Add-to-Do. Das muss natürlich exportiert werden, damit wir es nutzen können. Und wenn wir uns das mal anschauen, das ist eine Funktion, die ein Label bekommt und entsprechend was zurückgibt, so ein JSON-Objekt. So, und jetzt wollen wir mal schauen, es ist eng hier auf dem kleinen Bildschirm, ich mache mir mal eben die Seitenleiste weg. So, jetzt sieht man mehr. So, und wenn wir jetzt unseren Reducer erzeugen wollen, dann wollen wir sagen, behandle diese Action. Und dazu sagen wir Handle Action, die bekommt AddToDo als ersten Parameter mit rein. Und dann eine Funktion, die wieder einen neuen State zurückliefert. Also diese Funktion ist quasi das, was man früher auch als Reducer hatte. Man bekommt einen State in die Funktion rein. Das ist der Ursprungsstate, also hier in dem Fall unser Initial State beim ersten Aufruf. Und als zweiten Parameter unsere Action. Und die Action hat einen Typ, das wäre in dem Fall hier der to-do/add und der bekommt einen Payload und das wäre in dem Fall hier ein Objekt mit einem Attribut Label. Was man in so einem Fall immer macht, ist einen neuen State zurückgeben. Ja? Also wir können nicht einfach den vorhandenen State verändern und den zurückliefern, weil das würde nachher zu Problemen führen, wenn man so Time-Travel-Geschichten machen will und andere Probleme können dann auch auftreten, weil dann nicht festgestellt wird, dass sich tatsächlich etwas verändert hat. Deswegen müssen wir hier immer darauf achten, möglichst immer ein neues Objekt zurückzuliefern. Ich mache dann immer das gerne, dass ich hier quasi ein geschweifte Klammern hin tue und dann sage, wie nennt sich dieses Pattern nochmal mit den Pünktchen? Weiß das gerade jemand? Spread Operator, genau. So, und hier sagt man einfach Punkt, 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 State, Komma. Und jetzt meckert auch schon nichts mehr. So, was wir jetzt gemacht haben, ist einfach nur den alten State zu kopieren. Ja? Was wir aber machen wollen, ist die Liste um einen weiteren Eintrag ergänzen. Das heißt, wir nehmen unseren Original-State und schreiben eine neue Liste rein. Und die neue Liste können wir wieder mit dem Spread-Operator erweitern. Dann nehmen wir wieder State.list als Ursprungswert. Ja, das heißt, wir kopieren uns die Originalliste und wollen einen neuen To-Do-Eintrag hier hinzufügen. Der hat eine ID, die müssen wir noch rausfinden. Der hat ein Label, das müssen wir noch rausfinden. Und der hat ein Checked, das machen wir mal initial auf False. Ja. So, die ID hatten wir ja gesagt, wollen wir über die NextID immer jedes Mal definieren. Das heißt, wir nehmen hier State.NextID. Dann nehmen wir das Label, das können wir aus dem Action nehmen, Action.Payload. Ihr seht hier schon, in dieser Action ist ein Type und ein Payload, mehr ist da nicht drin. Ich sage jetzt hier Payload.Label. Das ist genau das, was unsere AddToDo hier hinzugefügt hat. Und wie ihr halt hier seht, ich musste nirgendwo Typen definieren. Es ist automatisch mir vorgeschlagen worden, was für Attribute da drin stecken und was für Typen sie auch haben. So, was wir jetzt gemacht haben, ist einen Eintrag zur Liste hinzuzufügen. Aber was fehlt noch? Wer weiß es? Genau, wir müssen die NextID hinzufügen, weil wir haben ja gerade gesagt, dass wir immer eine neue ID haben wollen. Das heißt, wir sagen hier, NextID müssen wir auch neu zuweisen. Da sagen wir einfach State.NextID plus 1 ist unser neuer Wert von der NextID. Das wird also der nächste Zuweisungswert. So, jetzt haben wir unseren Reducer angepasst. Können wir jetzt was hinzufügen? Immer noch nicht. Verdammt. Da muss doch noch irgendwas gemacht werden. Da gehen wir wieder in die To-Do-Liste.
Und jetzt müssen wir tatsächlich dafür sorgen, dass dieses Add-to-Do auch aufgerufen wird. Was wir dazu machen müssen, ist zu sagen, wir nehmen uns hier mal den Button zum Beispiel und klick und submit to-do, nenne ich das jetzt mal. Ja? Jetzt brauchen wir irgendeine Funktion, die sagt, const submit to-do ist gleich, und die muss irgendwas machen. Was macht die denn? Kommen wir gleich mal zu. Oh, ich sag mal so, die soll was dispatchen. Nein, nicht so. Die soll unseren Add-to-Do dispatchen. Mit einem Label. Das Add-to-Do können wir hier importieren. Und das Label müssen wir noch rausfinden. Und wir müssen noch rausfinden, wie wir es dispatchen. Fangen wir erstmal mit dem Dispatchen an. Dazu sagen wir wieder, const dispatch ist gleich use dispatch. UseSelector und UseDispatch sind Hooks, die von Redux bereitgestellt wurden. Ja, das heißt, Redux hat da auch eigene Hooks geschrieben und die kann man direkt nutzen. Und jetzt kann man hier dispatchen. Jetzt müssen wir natürlich noch rausfinden, wo kriegen wir das Label her? Const Input, oder man nimmt es direkt Label. Nee. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend, nehmen wir es Input. Ist gleich UseRef. Eine Referenz hinzufügen auf ein HTML-Input-Element wollen wir mal. So, ich hasse Laptop-Tastaturen, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. So, useRef muss natürlich noch importiert werden von React. Und jetzt können wir hier sagen input.current.value. Jetzt müssen wir natürlich noch sagen, was ist unser Input? Das muss zugewiesen werden. Und dazu sagen wir hier ref ist gleich Input. Wem das hier alles gerade nichts sagt, kein Problem, einfach mal meinen letzten Talk auf YouTube anschauen. Da wird das alles schön erklärt. So, wir haben jetzt gesagt, füge ein To-Do hinzu. Und was wir vielleicht dann noch machen wollen, ist das Feld wieder leeren, damit wir direkt das nächste eintragen können. So, machen wir das mal. Boom, da ist es. So, haben wir unsere erste Modifikation von dem Store gemacht. So, die haben wir auch schon gemacht. Was wir vielleicht auch mal als Komfort machen können, ist auf Tastendrücke zu reagieren. Oh, nehmen wir das mal const on key down ist gleich eine Funktion. Und da wollen wir jetzt sagen, das bekommt ein Event und das ist ein Keyboard-Event. Vorsicht, da gibt es einmal das von HTML und einmal das von React. Ich importiere das von React. Und da kann ich jetzt sagen, wenn e.keycode ist gleich key.keycode. Das kann ein Dooweiser auch nicht importieren. Müssen wir mal hier oben manuell hinzufügen. Machen wir das mal hier oben, ganz oben. Import key from TS keycode enum. Vielleicht ist auch irgendwas mit meiner IDE kaputt. Aber so, was wir jetzt hier sagen, wir sehen mit der Maus auch drüber, key.enter ist 13. Wenn wir Enter gedrückt haben, dann soll da auch das submitten. Gucken wir mal, ob das klappt. Was habe ich falsch gemacht? War das nicht Keycode? Oh, stimmt. Input on key down ist gleich on key down. Versuchen wir es nochmal. Yep. Klappt alles soweit. So. Haben wir unsere Liste schon mal so weit, dass wir Sachen hinzufügen können. Aber wir können noch nichts verändern. Das ist doof. Das wäre dann wohl das nächste, oder? Schauen wir mal in die Liste. Create Add. Create Set Checked Action. Machen wir das doch mal eben. Im Übrigen, wenn irgendwo Fragen zwischendrin sind,
einfach reinwerfen. Ja, ich bin manchmal vielleicht etwas zu schnell. Hier können wir wieder sagen, const set to do checked, nenne ich das jetzt mal, ist gleich to do slash set checked. Und jetzt wollen wir hier wieder, ich kopiere das mal, weil ich faul bin. Set to do checked. Und der hat jetzt hier auch das, die Konstante. So, und um einen Checked-Status zu ändern, brauchen wir eine ID, um den jeweiligen Eintrag anzusprechen. Das ist eine Number in unserem Fall. Und den Checked-Status. Sagen wir mal Boolean. Das muss natürlich hier alles drinstehen. ID, checked. So, damit hätten wir unsere To-Dos. Und die können wir natürlich auch wieder direkt nutzen. Gehen wir schon mal direkt hier in diesen Eintrag rein. Das ist der To-Do-List-Eintrag. Und hier müssen wir auch wieder was dispatchen. Also können wir uns schon mal den Dispatch holen von Redux. Use Dispatch. So. Genau. Und jetzt sagen wir mal const on. Check, Klick, ne, einfach nur ein Klick vielleicht. Reicht für mich fürs Erste aus. Bei Klick soll der irgendwas machen. Der soll dispatchen. Ein Set to do checked. Der will eine ID. Wo kriege ich die her? Checked. So. Checked. Der soll hier natürlich not checked sagen. Und ich brauche eine ID, das heißt, ich füge mal hier eine ID hinzu. Und die muss dann hier mit reinkommen in diesen Kram hier. Ich kann mir die Namen nie merken von den Dingern. Ich hoffe, das ist okay. Das hier heißt prinzipiell für diejenigen, die es nicht wissen, das ist eigentlich ein Parameter, Props. Aber wir expandieren das sofort zu. Dass wir die ID und das Label und das Checked da jeweils rausholen. So, und jetzt wollen wir hier, wenn geklickt wird, soll was getan werden. Oh, machen wir hier auch mal wieder. On Click ist gleich On Click. So, wenn wir also auf den Eintrag klicken, soll das dispatched werden. Jetzt müssen wir allerdings noch, haben wir hier, da wird es auch schon rot, wir müssen die ID noch mitgeben. So. Jetzt haben wir den hinzugefügt. Es passiert noch nichts. Dann müssen wir wieder in den Reducer rein, weil wir natürlich wieder eine weitere Action handeln müssen. Sagen wir wieder Handle Action. Und hier sagen wir Set to do checked. Und die bekommt wieder einen State und eine Action und liefert ein neues Objekt. So. Wer sich vielleicht wundert, warum ich hier nochmal extra runde Klammern drumherum geschrieben habe, wenn ich da keine runde Klammern drumherum schreibe, sondern nur die geschweiften Klammern, dann wird das so interpretiert, als ob ich da ein Function Body haben will und nicht ein neues Objekt. Ja. So, was wir hier wieder machen, ist den State expandieren, spreaden. Und wir wollen die Liste anpassen, sodass unser neuer Eintrag jetzt plötzlich gecheckt ist. Und was man hier schön machen kann, ist zu sagen, ich mappe. Das heißt, ich nehme mir die Originalliste, state.list.map. Und das ist wieder eine Funktion, die quasi ein Array zu einem anderen Array umbaut. Und was ich hier halt immer gerne mache, ist zu sagen, ich prüfe, ob Entry, hier sagen wir mal, nennen wir den mal Entry, wenn Entry.id ist gleich meine Action.payload.id, dann muss ich was Neues machen. Und ansonsten liefere ich das Original zurück. Ja. Und was ich hier dann mache, ist Return.
das Original expandiert, das heißt hier Entry. Und das Checked überschreibe ich mit dem Action.payload.checked. So. Ist das soweit klar, was genau das macht? Also wir gehen über das Array drüber und bauen ein neues Array zusammen mit jedem Return-Wert, den wir hier haben. Und sagen quasi, der neue Eintrag, also der Eintrag, den wir hier gesucht haben, wird durch einen neuen Eintrag ersetzt. Alle anderen bekommen ihren alten Eintrag. Und hier überschreiben wir einfach nur das Checked drin. Eine Frage zur Vorgehensweise. Ja. Wieso übergeben wir das Checked, wenn wir es nicht an dem Moment auch aus dem Entry ziehen können? Könnten ja auch an der Stelle Checked gleich Entry.checked und das dann hier. Das Entry Checked ist ja das alte. Wir wollen jetzt aber einen neuen Wert sagen. Wir haben ja hier quasi über das, über die Action haben wir reingegeben den neuen State, den wir haben wollen. Ja? Wir könnten natürlich auch das von dem alten Wert abhängig machen und sagen, wir toggeln den nur. Ja? Wäre eine Möglichkeit, dann müssten wir die Action Toggle irgendwas nennen. Aber ich habe jetzt hier mal das Beispiel genommen, einfach um auch sagen zu können, ich möchte im Nachhinein zum Beispiel alle Checkboxen anmachen. Wenn, egal, ob die jetzt an- oder aus waren vorher, dann kann ich auf die Art und Weise hier schöner sagen, mach mal eben alle bitte auf an. Als wie wenn ich jetzt nochmal eine Action hinzufügen müsste, die sagt Set All On oder so. Ja? Kann man zwar auch machen, aber das hier würde quasi beide Fälle abdecken. Soweit geklärt? Gut. So, genau, das war es theoretisch. Fügen wir mal den hinzu. Und er toggelt. Ja? So. Was wir noch hier so Schönes haben, ist so eine Xbox hier. Nein, nicht die Spielekonsole. Dieser Button soll natürlich unseren Eintrag wieder entfernen können. Und dazu können wir hier einfach, bleiben wir mal direkt hier. Nee, wir müssten zuerst in den Action rein. So, und da sagen wir jetzt const remove todo ist gleich todo slash remove. Und hier können wir wieder, ach, ich hasse Laptop-Tastaturen. So, nehmen wir das Remove to do. Remove to do. Und um es zu entfernen, brauchen wir eigentlich nur die ID. Alles andere ist uns egal, weil es ja dann danach eh wegfällt. Haben wir also unsere Remove-to-do-Action, können wieder im Reducer eine neue Handle-Action ausführen. Remove-to-do. So, die bekommt wieder einen State, eine Action und expandiert hier wieder den State. Reddet den. So. Und die neue Liste ist unsere alte Liste abzüglich von einem. Also was wir hier machen können, ist zu sagen, wir wollen filtern. State.list.filter. Die bekommt auch wieder eine Funktion übergeben. Diese Funktion muss true oder false zurückliefern. Und da sagen wir jetzt Entry. Wenn Entry.id nicht gleich gleich unsere Action.payload.id ist, dann wollen wir den Eintrag behalten. Ja, wir kriegen also eine neue Liste mit nur den Einträgen, wo die ID nicht dem neuen entspricht. So. Dann wollen wir hier auch wieder sagen, so, den haben wir schon. Sollen wir hier noch sagen, const on remove click. Soll der irgendwas machen? Und hier mache ich mal eine komplette Funktion draus, weil wir brauchen hier einen, wie hieß das nochmal, Mouse-Event. E-Mouse-Event von React natürlich wieder. Und hier können wir zum Schluss nämlich sagen e.preventDefault. Und vielleicht machen wir auch nochmal e.stopPropagation. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches davon wirklich relevant war. Ich glaube auch React macht beides, wenn man eins von beiden macht, aber
Ist egal. Wofür das da ist, ist, wir wollen ja hier auf den Remove-Click reagieren. Wir haben aber auf den äußeren Listeintrag haben wir einen On-Click, ja? Was natürlich in dem Sinne blöd ist, weil wenn wir auf den Remove-Button klicken, würde da automatisch auch den Checked-State dispatchen, also die Action dispatchen. Und das wollen wir nicht, deswegen sagen wir hier nochmal zusätzlich, er soll da nicht drauf reagieren. Und jetzt können wir hier sagen, wir wollen dispatchen. Remove to do mit der ID. Swap. Oder nicht? Habe ich was vergessen? Ja, den Klick hinzufügen. Damit hätten wir den Punkt auch erledigt. Gucken wir mal, habe ich noch was in meiner Schritteliste hier draufstehen? Genau, die DevTools. Also bisher haben wir quasi alles soweit entwickelt. Unsere CRUD-Application funktioniert soweit alles. Aber wir wollen vielleicht auch mal, wenn ein Fehler da ist, wollen wir irgendwie schauen, was ist denn da überhaupt geschehen. Und da gibt es so ein schönes Ding, das nennt sich Redux DevTools. Das ist so eine Browser-Erweiterung, die kann man zu Chrome, zu Firefox und wahrscheinlich auch zu anderen Browsern hinzufügen. Alle anderen sind mir eigentlich egal, weil, ne? Aber so, man hat halt prinzipiell hier die Möglichkeit, sich anzuschauen, was ist überhaupt im State drin. Wenn ich jetzt mal hier auf der rechten Seite schaue, da gibt es so einen State-Button. Und hier sieht man auch schon, To-Dos ist ein Attribut von unserem State und da haben wir die Liste drin mit einem Empty Array und einer Next ID. Wenn wir jetzt hier Einträge machen, dann sehen wir hier auf der linken Seite unsere Actions, die dispatched wurden. Wenn wir uns die anschauen, ich mache hier auf Action drauf, ja, hier sieht man quasi, welche Actions dispatched wurden. Type to-do/add mit dem Payload, Label und was auch immer ich da geschrieben habe. So, und wenn man sich das angeschaut hat, kann man hier auch nochmal sagen, ich möchte mir den State anschauen, der zu dem Zeitpunkt dann gewesen ist. In dem Fall ein Listeneintrag. Im nächsten zwei Listeneinträge und so weiter. Man kann aber auch genauso gut hier sehen, Diff. Das heißt, man sieht, was sich verändert hat. Die 2 wurde zu einer 3. Und bei der Liste ist ein neuer Eintrag hinzugekommen. Ja? Also grün ist neu und rot ist alt, recht schnell sichtbar. Soweit noch Fragen dazu? Dann zeige ich einfach mal richtig schick hier die Zeitlinie. Man kann hier schön hin und her springen. Man kann einfach sagen, ich möchte mal zu einem gewissen Zeitpunkt sehen, wie sah überhaupt die Applikation zu dem Zeitpunkt aus. Das heißt, auch wenn ich hier Sachen entferne und so weiter, kann ich immer mir den alten State nochmal zurückrufen und eben in der Zeit rumspringen. Ja? Man kann das sogar zeitlich ablaufen lassen. Ja? Das ist nur eins der coolen Features, die man hier haben kann. Ein weiteres ist zum Beispiel, dass man einen Dispatcher hier haben kann. Und jetzt sage ich hier einfach, ich möchte mal manuell, wenn ich in dem Zeitpunkt in der Applikation nicht auf UI zugreifen kann, um tatsächlich die Actions zu dispatchen, kann ich ja auch mal manuell sagen, ich möchte eine Action dispatchen. To do slash add. Und das Ding braucht dann natürlich wieder einen Payload. Und der hat dann hier in dem Fall ein Label von root. Und jetzt kann ich hier sagen dispatch. Und dann ist das drin. Und prinzipiell kann das Ding wesentlich, wesentlich mehr hier machen. Ich habe das alles selbst noch nicht komplett überblickt, was in diesen DevTools alles möglich ist. Das Schöne ist auch, es wird nur in der lokalen Version mit hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt verhindern, dass jetzt irgendwie in der gebauten Variante, in der Production-Variante quasi nachher diese DevTools genutzt werden. Wenn man es aber trotzdem will, weil
letztendlich die Daten, die man dort bekommt, die kann man auch notfalls irgendwie anders abgreifen. Ja? Wenn ihr das trotzdem wollt und entsprechend auch auf Production euren Code mal inspizieren wollt, könnt ihr auch sagen, ich sage aber hier, das wird enforciert hinzugefügt. Wenn ihr mit Redux selbst arbeitet, müsst ihr diese DevTools erst enablen. Mit Deox ist das quasi schon direkt eingebaut. Da müsst ihr nichts mehr machen. Ja? Genau. Das war es im Prinzip auch schon. Genau, kurz die Referenzen. Wir haben Redux.js genutzt. Wir haben Deox.js genutzt, um TypeScript-Definitionen automatisch drin zu haben und nirgendwo manuell definieren zu müssen, abseits von diesem einen Root-State, wobei man den theoretisch auch nicht manuell definieren muss, aber das ist halt schöner bei der Entwicklung, wenn man es einmal macht und das ist nicht so viel Aufwand, da jetzt ein Interface zu schreiben. Genau, und alles, was ich heute hier geschrieben habe, habe ich auch auf GitHub auf einem Repository hochgeladen, wo ihr dann auch die einzelnen Schritte nochmal in einzelnen Commits nachschauen könnt und sehen könnt, wie genau habe ich die einzelnen Schritte gemacht, sodass ihr das auch mal nachvollziehen könnt, wenn ihr das heute etwas zu schnell gefunden habt. Genau. Jo. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn noch Fragen sind, dann sind wir damit durch.